Einen wunderschönen Abend, heute auf Speed Gaming Deutsch. Ich bin Nervendurch, an meiner Seite sitzt Nightclaw und am Tracker ist Kermit. Hallo, auch von mir einen schönen Abend. Ja, wir sehen das Spiel von Bumble gegen Random Nose, besser bekannt als Sven Kangenberg. Sie haben sich dazu entschieden, ein All Dungeons mit Standardstart zu spielen. Und als dritte Möglichkeit haben sie gesagt, okay, wir starten auf jeden Fall mit einem Schwert. Ja, und das wird auch gleich eine kleine Besonderheit sein hier mit Startschwert und Standardstart. Wir bekommen trotzdem ganz normal unsere Waffe vom Onkel. Also es könnte sein, dass wir beim Onkel vielleicht schon Master Sword haben oder einen Hammer dazu kriegen oder einen Bogen. Ja, wird spannend zu sehen sein auf jeden Fall, was wir da gleich mal noch kriegen dazu. Ja, und für alle, die neu sind, All Dungeons bedeutet, sie müssen wirklich jeden Dungeon abschließen. Inklusive Arge 1 und alle Pendants. Ganz genau. Und da starten die beiden auch schon. Vielleicht noch ganz kurz auch ein bisschen, wie die beiden aktuell jetzt stehen in der zweiten Gruppenphase. Bumble aktuell mit 0-2 und Random Norris mit 1-2. Also man kann schon sagen, es geht hier für die beiden eigentlich gleichermaßen ein bisschen um die Möglichkeit, im Turnier überhaupt noch weiterzukommen. Also definitiv alleine, was das betrifft, ein sehr, sehr spannendes Match. Oh, und ich habe gesehen, unsere Leitwörter sind drei Crystals. Oh, da ist das angesprochene Master. Ja. Das Interessante nur im deutschen Turnier. Ja. Das Interessante ist ja jetzt, mit dem Master erhöht sich die Chance, dass man sagt, ach, weißt du was, ich skippe jetzt erstmal alles, oh, jetzt erst recht mit dem Tempered, jetzt brauche ich nur noch die Lampe und ab zu Acker, ich muss ihn eh spielen. Wow, also das ist mal ein Start in den Seed, würde ich sagen. Ja, damit sind die meisten Gegner kein Problem mehr, selbst wenn wir auf drei Herzen wie mehr sind. Nee, definitiv nicht. Ja, und wir haben, wie du schon gesagt hast, wir haben bei Random Norris schon den Map-Check gesehen. Es ist gar nicht so unüblich, bei einem All Dungeons erst gar keinen Map-Check zu machen oder ist relativ spät, weil man sowieso alle Dungeons machen muss und von daher ja, eher einen niedrigen Stellenwert hat. Ja, eigentlich willst du nur wissen, was sind die Pendants und was sind die Red Quistets. Das ist eins Relevante, wenn du weißt, du musst das Pad ziehen, wenn du es gecheckt hast. Oder ob du eventuell in Genuss kommst, die Webbomb mit einzubauen. Ja, genau. Also das sind wirklich dann so die einzig relevanten Infos in Wahrheit. Beziehungsweise auch was die Pendants betrifft, muss man auch immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Gerade bei einem Pendant wie Swamp zum Beispiel, dass auch GT die benötigten Items für die Dungeons halten kann. Also einen Mirror oder einen Hookshot zum Beispiel. Ja, und soweit sind beide eigentlich nur dem Map-Check voneinander entfernt. Ja, es gibt ja leider auch immer nicht extra viel zu erzählen, gerade hier, wenn wir jetzt schon auf Tempered Sword sind, ist natürlich auch das Gegner besiegen für beide absolut kein Problem. Ja, es sei denn, der Swordbeam trifft. Dann dauert es ein bisschen länger. Oh, aber das ist schon interessant. Eine frühe Flöte macht die Mobilität auf der Karte natürlich richtig schön. Ja, und dadurch könnten wir auch sehr, sehr viel Divergence sehen von den beiden. Also mit der frühen Flöte kommt man ja quasi überall direkt hin, ohne großartig Zeit zu verlieren. Ja, das bedeutet, wir könnten früh auf den Berg gehen, Out of Logic den Opa retten, dort schon mal alles checken. Wir könnten aber auch ganz früh die Desert Ledge checken, was normalerweise ein bisschen ausfällt, dort von dort aus nach Argina gehen oder halt die ganz normale Südroute spielen. Bloß halt schneller. Ja, und je nachdem, was dort dann alles aufkommt, eröffnet das natürlich dann potenziell noch viele weitere Möglichkeiten. Und ich sehe, Bumble tötet extra die ganzen Wachen in der Hoffnung, Bumble zu kriegen. Ja, genau, wollte ich auch gerade ansprechen. Wir haben bisher, ich weiß nicht, welche Price Packs wir haben, aber ich glaube, die Guards haben nur Herzen, wie das aussieht. Das heißt, wir dürfen noch darauf hoffen, dass die Ratten
in den Stores vielleicht noch im Bombenpack sind. Aber ansonsten werden wir hier, denke ich, nicht mehr allzu viele Gegnerkills sehen, außer die, die benötigt werden. Ja, wenn wir Glück haben, sehen wir direkt Bomben. Noch aus der Einkiste oder halt von den Ratten. Ansonsten kann es im Härtefall passieren, dass beide nochmal durch die Escape-Sequenz laufen müssen. Ja, ich bin gespannt, ob Brandon Norris auch entscheidet. Ja, tötet zumindest auch ein paar Gegner auf dem Weg. Aber bisher noch kein Drop für beide. Ist eventuell auch was, was man kurz ansprechen kann. Die Drops hier von den Gegnern in der Escape-Sequenz sind gesiedet. Das heißt, beide Spieler müssen gleich viele Gegner besiegen, um die gleichen Drops zu bekommen. Ja, aber auch die Ratten enttäuschen uns da leider. Ja, der Magic-Preis bedeutet... Naja, zumindest wenn wir eine Zauberwaffe haben, können wir sie einsetzen, aber für die Escape-Sequenz nicht nötig. Ja, und damit wird es dann vielleicht auch ein bisschen spannend, wann sich wer entscheidet, zurückzukehren ins Escape. Wartet man auf einen Handschuh? Gambelt man eventuell schon earlier darauf? Im Standardstart ist es ja so, wenn wir später ins Escape zurückkehren, haben wir für die Escape-Räume, und zwar nur für die, eine Lampe wieder, unabhängig davon, ob wir die Lampe tatsächlich gefunden haben oder nicht. Ja, das macht es auf jeden Fall angenehmer, im Zweifel nochmal zurückkehren zu müssen. Oh, Bambi hat nicht aufgepasst. Mal sehen, ob unser Brandon Norris aufgepasst hat. Ich sag nein. Nee, vor allem er kann ja gar nicht aufpassen, weil wir die drei Chests hinten nicht gesehen haben. Ja, stimmt, ja. Aber das heißt, dass wir jetzt drei Items da unten haben. Ja. Ja, und das ist vielleicht wirklich eine Situation, wenn nicht allzu viel vorher auftaucht, dass man sich sagt, okay, man geht direkt nochmal durch. Natürlich möchte man in 90% der Fälle die Handschuhe haben, einfach weil es um so vieles schneller damit geht. Aber wir haben schon Seeds gesehen, da hieß es wirklich, geh komplett die Escape-Sequenz durch, da liegt dein Handschuh. Ja, kann absolut vorkommen. So, wir sehen hier bei beiden den Tier 2 Tripul mit blauen Rubinen. Die Buschkrabbe hat auch nur Magic. Es war gut zu wissen, aber ist jetzt nicht, was wir unbedingt jetzt sehen wollen. Na, frühe Flippers. Und Bumble geht nicht weiter, entscheidet sich für den Safe und Quit. Ja, ich denke mal, geht jetzt über Süden nach Kakariko, um 100%ig Bomben zu haben. Durch die beiden 50-50-Büsche. Ja, mit der Menge an Geld, die wir haben, wäre es vielleicht sogar eine Überlegung wert gewesen, rechts von links Haus in den Shop zu gehen und sich Bomben zu kaufen. Ja, ich denke mal, er möchte das Geld vielleicht auch sparen. Weil frühe Flippers könnten ein Indikator sein, dass Sora eher was hat. Hm, ja. Ist definitiv auch eine Option, darauf zu hoffen, ja. Und Bumble sagt, eine Bombe muss reichen. Ist natürlich immer ärgerlich, wenn aus zwei Versuchen nur eine Bombe kommt mit 50-50 Geschichten. Aber wir haben den Eiswort, eine Flasche und Quake gesehen, das ist interessant. Aber keine Bomben. Da wird Randall Norris nochmal zurückkommen müssen dafür, für den letzten Check. Hast du gesehen, was auf dem Race Game ist, wenn Bumble sagt, ich mach's? Nee, habe ich leider jetzt nicht mitbekommen. Aber das heißt, dass Bumble auf jeden Fall jetzt in Kakariko gleich Bomben kaufen wird, bevor er nach oben geht. Ja. Ja, und Sven denkt hier auch daran, direkt seine Flöte zu aktivieren. Oh, eine Schaufel. Oh, das ist natürlich interessant. Das mit der Flöte fände ich nämlich auch, dass das etwas ist, was man gerne mal vergisst, verdrängt, was auch immer, wenn man die Flöte so extrem early bekommt. Ja, es wäre fatal, sie nicht auszulösen. Oh, da wären unsere Bomben. Leider haben wir keine Boots.
Ja, und auch für Bumble wird der Weg durch Kakariko jetzt ein Stückchen unangenehmer, dadurch, dass er oben dann die Bombe finden wird und nochmal zurückgehen muss zu Sekit. Also hier beide mit einem etwas unglücklichen Kakariko-Routing. Brandon Norris dadurch, dass er keine Bomben hatte, Bumble dadurch, dass er jetzt dann gleich seine Bottle nochmal finden wird. Oh, und von der Entscheidung, die Biene jetzt schon freizulassen. Ja, warum nicht? Man möchte sie sowieso nicht haben. Na gut, man hätte sie vielleicht noch für Mini-Mordom-Cave oder andere Situationen schnell zünden können. Ja, aber jetzt mit Temper Sword schon. Brauchst du die da wirklich? Als Zeitersparnis unter Umständen, ja. Wenn die Biene gut sticht. Ja. Ja, kann ich sehen. Aber ich bin definitiv nicht dagegen, sie gleich direkt freizulassen. Na, auch Blinds hat erstmal keine Progression. Ja, und unser Ren. Ja, und Brandon Norris geht nochmal zurück in den Well, um sich 5 Rupees abzuholen. Nur um sicher zu gehen, dass in der Kiste nichts ist. Ja. Wobei, ich glaube, er war dort schon, oder? Ja, war schon beim Well nochmal. Ja, jetzt geht er hin, holt sich die Schaufel ab und wird wahrscheinlich direkt durchlaufen. Ja, gehe ich auch davon aus. Also. Ja, es ist für beide jetzt ein bisschen awkward, ja, das ganze Kakariko-Routing, aber für Randall Norris im Endeffekt vielleicht doch ein Stückchen angenehmer, dadurch, dass er eben jetzt mit der Schaufel gleich weitergehen kann. Ja, die Alternative für Bumble ist jetzt, ja, wollte ich gerade sagen, safe and quit, raus und woanders hinflöten. Du kannst es später immer noch einbauen. Und jetzt kommen wir an den spannenden Punkt, wo sich die Frage stellt, was macht man zuerst? Ach stimmt, Bumble muss noch zu Sekit gehen auf jeden Fall. Ja, sollte jetzt was auf der Schaufel liegen, was beide brauchen. Wird Bumble es erstmal ein bisschen liegen lassen. Erstmal andere Sachen machen. Ja. Ja, aber entscheidet sich hier für das klassische Southshore-Routing zuerst. Und das sind nur Bomben auf der Schaufel. Oh, warum Save and Quit? Nicht daran gedacht, die Flöte zu haben. Wäre meine Vermutung jetzt. Oder? Sven? Du hast keine Handschuhe. Tja. Passiert einmal. Ja. Ja, es ist einfach mega ungewohnt irgendwie. Ich meine, okay, wir sind jetzt erst 13 Minuten im Sieg, da kann man schon mal davon ausgehen, dass man vielleicht noch keine Handschuhe hat, aber je länger der Seed sich ohne Handschuhe zieht, desto mehr so kleine Hoppalas passieren, weil man es einfach so gewöhnt ist, immer Handschuhe zu haben. Na gut, bis auf die 300 Rupees waren jetzt Minimold und Käfig das, was beide sehen wollen würden. Nee, absolut nicht. Ja, vor allem jetzt sind wir dann vor allem bei Bumble. Ich weiß nicht, wie es dann bei Randall Norris nach den Checks stehen wird. Aber Bumble ist halt jetzt in so einer Situation, wo er gerade nicht genug Geld für Sora hat. Ja, ich denke mal, er macht jetzt schnell Robo, flüttet dann vielleicht zu 8
nimmt die Icewood Cave mit und entscheidet dann. Zumindest schätze ich ihn jetzt gerade so ein, warum er zuerst den Hobo macht. Ja, wird auch grundsätzlich Sinn machen, einfach darauf zu spekulieren, dass man das Geld noch irgendwie zusammenkriegt. Oh, okay. Das schreit jetzt erstmal, mach erstmal Back of Escape. Ja, zu 100%. Wenn der Norris jetzt 12 Rubine braucht er noch. Ein bisschen Glück oder Gegnerfarm, kann er die vielleicht noch erreichen rechtzeitig? Ja, das Problem ist, dass die Kram denselben Pack haben wie die Guards. Ja, dann werden uns die wohl kein Geld geben. Aber auch Back of Escape, komplett leer. Ja gut, der Boomerang könnte vielleicht relevant sein, je nachdem, was der Standpreis ist, aber ansonsten, ja, nichts. Icewood Cave auch nur mit einem Herzteil. Über Herzen können sich die beiden jedenfalls definitiv nicht beklagen bisher. Ja, und wenn Norris sagt, ich habe noch nicht das Geld, also warum sollte ich jetzt schon zu Sora gehen? Ja, ist definitiv verständlich, aber natürlich jetzt mit Blick auf Hobo, wo wir schon wissen, dass da die Handschuhe liegen. Kann das, ja, vielleicht ein bisschen unglücklich werden. Weil ja, Hobo halt generell nicht so direkt auf dem Weg liegt, selbst mit der Flöte nicht. Ja, das ist auch das Problem. Wenn du schon in der Darkwood bist und den Mirror hast und sowieso noch Richtung Pyramide gehen musst oder von der Pyramide Richtung Pot, ist es was anderes, aber ansonsten liegt Hobo halt immer ein bisschen abseits der Wege. Aber zumindest hat er halt derzeit keinen Nachteil darauf, dass die noch nicht bei ihm da waren. Nee, aktuell noch nicht, nee. Und ja, kann sein, dass er jetzt sagt, ich nehme die 20 mit, dann habe ich meinen Suramani. Ja, hatte wohl denselben Gedankengang. Ist definitiv nicht das Dümmste hier. Ja, auf Bammelseite sieht es ein bisschen anders aus, aber auch der könnte überlegen. Aber dem fehlen halt noch ein bisschen mehr als nur 20. Ja, entscheidet sich auch dagegen. Ist für beide aus deren jeweiligen Sicht definitiv eine verständliche Entscheidung. Okay, ja, kleine Magic ist okay als Standpreis. Bedeutet, wir haben eigentlich nie Magie-Probleme. Egal, wo wir gerade sind. Ja, aktuell würde Bumble wahrscheinlich lieber einen roten Rubin oder irgend sowas sehen, aber ja, wie du sagst, vor allem im Late Game, dann kann die Magie auf jeden Fall praktisch reinkommen. Oh, da ist ein Hammer. Ja, Bumble möchte also ganz schnell das Geld zusammen haben. Weil darauf setzt er die ganze Zeit, dass er das noch zusammenkriegt. Ja, entweder muss er jetzt wirklich irgendwie das Geld finden oder sich einfach überwinden, da trotzdem hochzugehen. Naja, er könnte hier jetzt die Rupee Cave öffnen. Ist zwar jetzt nur die 20 Rupee Cave, aber zweimal machen ist okay. Ja. Er hat ja seinen Handschuh schon. Na klar, kostet das ein bisschen Zeit jetzt auf der 20 Rupee Cave, aber das ist okay. Ja, aber interessanterweise fehlt uns noch die Moon Pearl vor allem auch.
Was ist sie doch? Jetzt nicht mehr. Dass ich das noch erleben darf, Early Flippers, die tatsächlich dann auch required sind für Progression und in diesem Fall sogar für die gesamte Progression. Ja, der erste Handschuh. Also das ist der einzige Gute jetzt für Wendon Norris. Andersherum wäre es, glaube ich, fast schon fieser. Er hätte jetzt die Handschuhe. Die Mumpe alleine lockt so noch nicht wirklich was. Wo er weiter suchen könnte für den Handschuh. Und solange wie der zweite jetzt nicht frühzeitig auftaucht, wird er zumindest den ersten nicht groß skippen können. Ja. Ja, was das Einzige, glaube ich, was jetzt noch ein bisschen doof für ihn werden könnte, wäre, wenn jetzt hier noch die Lampe liegen würde. Dass ihn das vielleicht noch arger baitet. Was aber auch nur bedingt schlimm ist, je nachdem, wann er den Mirror kriegt. Wenn er den natürlich dann direkt auf der Pyramide kriegen würde, dann wäre es sogar fast egal, weil Aga muss er sowieso spielen. Ja. Und von der Pyramide schnell mal Robo checken, ist eins der einfachsten Wege, die du machen kannst. Ja, aber ich glaube, Sven wird auf jeden Fall jetzt erstmal zu Sascha gehen. Ich kann mir gut vorstellen, dann nach Eastern reintippen. Ich denke mal, Hobo wird wirklich erst seine letzte Anlaufstelle werden. Ja, zumal er nicht gleich von Anfang an gesagt hat, ich gehe da jetzt hin. Sven entscheidet sich im Gegensatz zu Bumble, das, die Info über das Green Pendant zu holen. Haben wir in Skullwoods. Wie gesagt, ist im All Dungeons nicht so extrem wichtig, aber gerade das Green Pendant lockt eben trotzdem einfach auch noch ein extra Item. Von daher glaube ich, auf alle Fälle wert die extra Sekunde da, das mal zu erfragen. Das macht auch den Map-Check, finde ich, ein bisschen einfacher, weil man ein Ding weniger hat, auf das man sich konzentrieren muss. Ja, zumal du, er zumindest auch weiß, die Pendants müssen ja alle in der Darkwood sein, so wie die Red Crystal. Das ist schon ziemlich viel, was du dir anstellen merken musst. Eben. Und Bumble entscheidet sich, bei Village of Outcast in die Darkwood zu gehen. Und tippt hier auch gleich mal nach Skullwoods rein. Finde ich okay, vor allem mit der Art von Dark World Access. Der Weg da außenrum Richtung Village of Outcasts ist immer ein bisschen unangenehm. Da kann man gerne mal Skullwoods direkt mitnehmen. Eine große Frage wird jetzt auch sein, ob Brandon Norris hier in Eastern noch Progression findet. Und wenn ja, welches Item? Also im Bestfall für ihn wäre natürlich jetzt einfach der Bogen. Das würde bedeuten, er geht den Weg in den Dungeon nur einmal rein. Ja, aber ich fände tatsächlich irgendwie so ein Hookshot oder sowas deutlich interessanter. Natürlich. Auch wenn es eigentlich schlecht für Randall Norris wäre, weil ihn das wieder noch weiter von seinem Handschuh weglocken würde. Aber, ja. Ja, French Vanilla Bogen ist einfach ein Bogen da. Ja, French Vanilla Bogen ist nie falsch. Das ist eine der Sachen, da suchst du meistens eher nicht sofort. Nee. Vanilla ist der Feind des Randall-Spielers definitiv. Und sei es nur French Vanilla. Ja, und trotzdem ist es immer ein Schmunzler wert. Aber allein dafür hat sich denn der Eastern Dip für ihn sehr mehr als nur gelohnt. Ja, definitiv. Und vor allem, das ist auch je nachdem, wo der zweite Bogen liegt,
kann Bumble das sehr lange skippen und dadurch vielleicht auch Progression in Pot relativ lange skippen. Schöner, fast synchroner Big Key. Na, der Skullwood Step jetzt für Bumble erstmal nicht extra erfreulich, nur ein grüner Rubin. Wenn du hat beide Igor getriggert gehabt. Ja, muss jetzt am besten schauen, dass er wieder rauskommt, um den Raum zu resetten. Boots bei Bumble. Ja, er kommt raus, kann sie nochmal heilen, dann steht der Igor, den er noch nicht getötet hat. Da, wo er vorstand, das ist okay. Kostet natürlich Zeit, das Ganze blind, wenn die getriggert wurden, aber das ist noch nicht so schlimm. Ja, entscheidet sich jetzt hier auch, auf die brachiale Art und Weise mit den Swordbeams zu arbeiten. Der Erfolg gibt ihm recht. Und auf die normale Methode wollten die Eggers nicht mitspielen, also warum denn nicht auf brachiale Gewalt gehen? Hattest du aufgepasst, ob hier noch ein Item drin liegt in Eastern? Oh. Zu dem Zeitpunkt habe ich zwischendurch rübergeschaut. Also ein Item haben wir mindestens, das war der Bogen. Aber wenn es gleich noch ein Item da sein. Aber wenn es auf jeden Fall gleich erfahren. Ja, in dem Fall, glaube ich, muss man fast sagen, wir hoffen für Sven, dass er keine Progression findet. Ja gut, es ist keine Progression, aber es ist ein angenehmes Item. Ja. Blumail, relativ early im Seed, nimmt man noch gerne mal mit. Macht zwar jetzt die Deathwarps ein bisschen schwerer und unangenehmer, aber das macht die Bosskämpfe wesentlich angenehmer. Also ein guter Ausgleich. Ja. Auch für ihn heißt das, okay, es war ein Quistel. Ich habe den Bogen, der ist natürlich super, aber ansonsten war das nicht, was ich gesucht habe. Und das sieht jetzt nach oben aus. Ja, ich glaube, dass das so ziemlich seine Last Location aktuell ist. Und dann wird's natürlich auch spannend, wo er in die Dark World geht. Wir wissen, wo die Boots liegen. Je länger Bumble die hat und Randall Norris die nicht hat, desto mehr ist das auch schon mal ein Vorteil. Und um schnell die Frage zu beantworten, das AD steht für All Dungeons, was heißt, beide Wanderer müssen alle Dungeons abspielen, bevor sie Ganon besiegen können. Genau, und All Dungeons heißt in dem Fall auch Arga 1. So wie das momentan aussieht, werden wir da wahrscheinlich nach dem GT-Climb noch den Castle Tower-Climb sehen. Ja, das ist sowieso die bevorzugte Route von den Wannern, weil sie dann hinter Aga nochmal einen kompletten Hard-Refill bekommen. Was ja nach dem GT nicht der Fall ist.
Aber soweit war Thieves Town selbst ziemlich leer. Ja. Aber hey, es ist ein Quiste und es sind dadurch, den wir sowieso abschließen müssen. Bumblets bei seinem Blindkampf sieht aktuell nach einem schön ausgeführten Skript aus. Ist auch bis zum Ende durchgezogen. Miranda Norris nach dem Mapcheck mit Maya und Ice Palaces Red Crystals und Pot und Swamp unsere anderen beiden Pendants. Nun, das ist in dem Sinne relevant, weil alles, was, was für Pendants benötigt würde, kann theoretisch auch in GT liegen. Ja, und gerade der Swamp Pendant. Ein Schelm. Und ja, vielleicht ein Mirror, vielleicht ein Hookshot in GT. Ja, oder beides. Ein Schelm, der sowas machen würde. Ja, das wäre schon ziemlich gemein vom Seed. Und Brandon Norris hätte die Option, früh Desert zu checken mit dem Buch. Oh, und entscheidet sich Richtung Pot zu gehen. Oder zumindest Pyramide Catfish. Ja, es ist für ihn jetzt definitiv eine nachvollziehbare Entscheidung. Vor allem mit dem frühen Bogen aus Eastern raus. Da vielleicht den gleich ein bisschen hinterhergehen zu wollen, direkt nach Pot rein. Aber es ist halt die Boots in Village of Outcasts, die er dadurch jetzt länger liegen lassen wird. Ja, stimmt. Daruk hier mit einem guten Punkt im Chat. Beides wird schwer in GT, weil eines von Mirror oder Hookshot brauchen wir, um überhaupt nach GT kommen zu können. Das sind so Dinge, die ignoriert man gerne mal als Kommentator. Einfach um ein spannendes Race zu sehen. Ja, wenn dessen Bumble schon die Boots hat und dadurch ein bisschen Zeit gewinnt, kann es auch passieren, dass die frühen Boots ihn zu ganz vielen sinnlosen Checks verleiten, nur in der Hoffnung, den Bogen zu finden. Es kann sich wieder ausgleichen in der jetzigen Situation. Denn wann gehst du nach Eastern und suchst den Bogen für Eastern und Pot? Ja, es ist wirklich ein bisschen die Frage, ob er noch irgendwas anderes findet jetzt als nächstes. Ich meine, okay, Desert, aber dafür haben wir keine Feuerquelle. Und ansonsten steht uns nicht sehr viel offen aktuell. Also, so wie es momentan steht, wird er relativ zügig entweder nach Port oder nach Eastern müssen. Wird jetzt hier erstmal zumindest die Bonkrocks machen. King's Tomb können wir noch nicht hin. Dann wird's spannend, wo er als nächstes hingeht. Ja, und Bumble checkt jetzt ja auch noch kurz die Lumberjack Ledge, so nahe wird er nie wieder drankommen. Wie aktuell gerade. Ja, außer er kommt, würde später mit dem Mirror wiederkommen und die Bumble Ledge checken wollen. Aber ja, prinzipiell ist es mit den nächsten Position. Oh! Da sehen wir eine Mushroom.
Das ist doch schön, eine Fetch-Quest hinter Aga. Also, wäre es nicht ein Oldanisch, hätte ich jetzt gesagt, es wäre ein Schrödingers Agazid. Aber wir haben ja grundsätzlich einen Agazid, weil wir ihn benötigen. Ja, das macht das Ganze ein bisschen weniger scary, definitiv. Oh! Fire Rod auf dem Magic Bed. Damit sehe ich Bumble zügigst nach Skalwoods und nach Desert gehen. Ja, zumal er die 100%ig abschließen kann. Na klar, er könnte gamble nach Pot zu gehen. Er hat ja dafür das Geld extra eingesammelt. Aber auch er weiß nicht, ob da überhaupt ein Bogen ist. Und es kann sein, dass da einer ist. Es kann sein, dass da einer ist, aber der ist Bowlock. Dafür müsste er dann extra einmal Flascheninhalt ausgeben. Will er bestimmt auch nicht machen. Aber Buch in der Hand, das sieht nach einem Patcheck aus. Ja, auch hier wieder. Er ist da jetzt quasi schon in der Umgebung. Oh, oder auch nicht. Oh, man entscheidet sich doch dagegen. Wäre aber auf jeden Fall eine solide Sache gewesen, wenn du sowieso dann eh bis in Skywoods abschließt. Hast du das gesehen bei Random Norris? Was lag da? Das war ein Hookshot. Oh, und das ist Cape. Und ein Cape. Und das ist auch beides in Logik mit dem Fire Rod. Oder von wäre in Logik. Davon dem weiß er leider noch nichts. Aber er hat das Puder, er könnte in die Nähe von hingehen, schnell mal checken und dann Village of Outcast, Thieves Town. Ja, aber willst du mit dem Hookshot jetzt nach Village of Outcasts gehen? Nicht unbedingt. Ich denke auch nicht. Ich sehe Randy Norris nach Port auf dem Berg. Das heißt, er wird so... da ist der zweite Bogen. Beide Bögen in Port und Eastern. Das ist natürlich ziemlich interessant. Das ist nur eine Ansage von dem Seed, ja. Oh, das war knapp mit dem Ballmaster. Und das Bombus auch noch. Wow. Sektpot. Wer hätte es gedacht bei einem Pendantpot? Gut, dass wir All Dungeons spielen. Ja, das macht die Auswahl, wo gehe ich hin, natürlich noch viel, viel größer. Aber ich denke nicht, selbst wenn jetzt Ice Palace auf ihn offen ist, dass er da hingeht. Ja, vor allem, da braucht er erstmal noch die zweiten Handschuhe dazu. Also... Ja, die findet er bestimmt auf dem Weg. Die liegen jetzt auf Helmer. So wie Pot bisher war, würde ich mich nicht verwundern. Ja, da hast du wohl recht. Und Bumble darf sich über sein erstes Pendant, noch dazu das Green Pendant, freuen bei der Motte. Sehr, sehr schöner Kampf von ihm. Ja, das definitiv. Schade, dass er das Pad nicht gecheckt hat. Gerade mit dem Wissen, dass du vielleicht früh beide machen kannst, oder zumindest das Green Pendant machen kannst, hast du schon einen von drei auf jeden Fall in der Hand. Gibt eher die Möglichkeit, dass sowas drauf liegt. Ja, aber ich meine, Bumble hat nach wie vor keinen Map-Check gemacht. Also er wusste zwar, dass das ein Pendant ist, weil er schon in Skullwoods war, aber er wusste auch nicht welches. Gerade können wir für Wendel Norris hoffen, dass er sich entscheidet, erstmal schnell das Puder zu checken, Village of Outcast spielen zu wollen, weil es eher Checks waren als der Mountain. Oder dass auf dem Mountain noch irgendetwas ist, was er auch noch, was ihm zumindest nur hilft, aber nicht irgendwo wegzieht von Village of Outcast. Hm. Ja, ich meine, es ist verdammt gutes Zeug, was Randall Norris hier findet in Pot und vor allem auf der Bogen zuerst in Eastern, der ihn überhaupt erst nach Pot gelockt hat. Das Problem ist aber, die Boots im Village of Outcast sind halt für Bumble auf Dauer gesehen ein Vorteil.
Richtig, das ist der eine große Nachteil, den Wendell Norris gerade hat. Und mit der ganzen Progression, die er hier gefunden hat, wird ihn das eher erstmal nicht in Richtung der Boots locken. Und die Sache ist, die Bumble findet auch nicht so richtig die Progression. Ich meine, der Fairroad jetzt natürlich, aber davon abgesehen, wir haben nichts, was uns irgendwie auf der Overworld großartig weiterbringt. Also er wird früher oder später aus aktueller Sicht dann nach Port oder Eastern müssen. Und soweit ich weiß, müsste er eine GU im Inhalt haben. Da ist sogar relativ egal, welchen Dungeon er zuerst betritt. Ja. Oh, er entscheidet sich zuerst für Desert. Ja, ist verständlich. Ja, ist ein Dungeon, den 100%ig machen kann. Richtig, wir haben alles dafür. So, Wendell Norris ein bisschen im Dunkeln unterwegs. Hat, glaube ich, den Turtle Room jetzt schon geschafft. Ja, ist er auf dem Weg zum Boss. Und legt hier Helmer auch sehr solide. Auch er jetzt mit seinem ersten Pendant. Fun Fact übrigens, das rote Pendant in der Link to the Past steht nicht für Power, sondern für Wisdom. Wurde erst in Ocarina of Time umgedreht. Oh, entscheidet er sich doch schnell mal. Und das ist natürlich gut für ihn. Ja, das wird nicht genügen, wenn er jetzt nur den Fire Rod rausholt. Ja gut, aber der Feuerwort schreit ja regelrecht nach Skywoods. Und wenn es halt noch danach schreit, dann gehst du von Skywoods auch runter. Er hat ja auch das Cape, also das wäre alles gut einzubauten. Ja, du hast absolut recht damit, aber ich weiß nicht. Auch wenn der Firewood auch sagen könnte, du kannst jetzt Desert spielen, du kannst jetzt erst recht den Mountain spielen mit... Er weiß jetzt, ist sein Hookshot in Logik. Ja, das macht so viel auf für ihn. Er kann Hera abschließen, Desert abschließen, Skywoods, Thiefstown. Da weißt du gar nicht, was du zuerst machen sollst. Aber, ja, folgt offenbar erstmal wirklich den Fire Rod in Richtung Skywoods. Und es ist jetzt die Frage, wird er einen Pet-Check machen oder wird er sagen, ich gehe einfach rein? Mit dem Wissen, er kann jetzt seinen zweiten Pendant abschließen. Nope. Kein Patrick, auch von Wendell Norris nicht. Na gut, die Chancen, dass der jetzt noch was Relevantes liegen, sind ja auch relativ gering. Logisch gesehen könnte er, glaube ich, nur noch Sumaria oder das Isalin. Ja. Das sind dafür zwei... ziemlich miese Items last zu locaten. Oh, und was noch möglich wäre, wäre auch die Mits. Stimmt, absolut. Das wäre natürlich der Katastrophale, wenn das da drauf liegt. Und du suchst woanders. Ja, Bumble zeigt uns, wie gut er mit dem Fire Rod umgehen kann. Absolut kein Problem bei den Landmollers. Aber Desert auch keine Progression. Ja, jetzt sehe ich ihn gleich nach Pott gehen. Es bietet sich halt für ihn an, da
das eher zu machen. Einfach nur, weil es mehr Progression ist. Und mit der Flasche er zumindest den gesamten Hintenbereich abschließen kann. Da wird er sich über den Bogen freuen und direkt nach Pott wahrscheinlich safe and quitten rüber zu Easter. Oder alternativ erstmal den Hookshot folgen, den er finden wird. Ja. Ich wollte gerade sagen, eventuell auch vielleicht einfach dem Hookshot folgen. Obwohl Easter. Was in dem Fall nicht so tragisch wäre für ihn. Der Big Key lag erst nach dem Bogen. Also selbst wenn er dann schon im Go-Mode sein sollte, wenn er nach Eastern zurückkommt, würde er das Silvers trotzdem aufheben. Ja, die eine Sache wäre nur, es bietet sich halt einfach an, Eastern sofort zu spielen. Er wird sowieso nicht schneller machen können mit Boots. Ja, das sieht nach einem grünen Pendant abgeben erstmal aus. Mhm. Können wir machen. Ist aber nur ein bisschen Liebe. Ja, eigentlich genau das gleiche, wie du mit Easton meintest. Auch der Check bei Sascha wird nicht schneller, wenn wir den Spiegel erst nach Port haben. Von daher absolut okay, das direkt noch abzugeben. Du hast es gerade erst abgeschlossen. Oh, auch eine sehr schöne kooperative Motte, was natürlich zu einem wunderschönen Kampf führt. Die war jetzt wirklich sehr, sehr angenehm für Randall Norris. Das heißt für ihn Pennant Nummer 2 und das ist das Green Pennant. Wir wissen, dass da nichts drauf liegt, er weiß es noch nicht. Geht er jetzt nach Village of Outcasts? Ja, es bietet sich an. Er muss ja sowieso noch, er könnte die Bumper-Ledge mitnehmen, das alleine schreit schon danach. Ich bin gerade hier. Ja, man muss auf jeden Fall noch das zweite Item aus Skullwoods rausholen. War ja im Gegensatz zu Bumble nicht in der Front, bevor er den Fire Rod bekommen hat. Das spielt ihm, glaube ich, da jetzt sogar wirklich ein bisschen auch in die Hände. Wäre er vorher vorne gewesen, hätte ich den Safe and Quit eher noch gesehen. Jetzt, wo er sowieso schon in der Front ist, bietet sich der Weg Richtung, wie du schon meintest, Richtung Bumper Ledge oder Village of Outcasts oder beides auch besser. Wir können ja nur für ihn hoffen, dass er seine Boots auf jeden Fall mitnimmt, damit es für uns auf jeden Fall spannend bleibt. Denn auf Dauer ohne Boots so lange zu spielen, kann gefährlich werden. Na, Bumble setzt es hier zum Bottom Glitch an. Und setzt ihn auch komplett fehlerfrei um. Ja, stimmt's, was dir eigentlich passieren kann, dass du denkst, du hältst dich schon an der Wand fest und dann fängst du an zu sprinten. Und mit dem Bonk, der daraus resultiert, wenn du es nicht bekommst, bedeutet, dass du hast ihn gut zu einfach und umsonst getrunken. Ja. Da muss man tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein, ja. Oh, Bumblech leider nur 20 Rupie. Ja, für Bumblech natürlich gut, weil er da jetzt vielleicht ein bisschen einen unangenehmeren Weg hin hat. Nachdem er da drüben eigentlich schon alles erledigt hat, bis auf die Smith Chain.
Ja, aber er freut sich auf jeden Fall jetzt schon mal auf den Hookshot. Und Brandon Norris dodgt erstmal seine Boots. Hoffen wir, dass er vor Thiefstown die noch abholt. Thiefstown sind sehr, sehr lange Wege ohne Boots. Ja, er entscheidet sich dagegen. Ist natürlich sehr ärgerlich für ihn nachher. Ja. Ja, es ist verständlich. Ich meine, du rechnest natürlich nicht damit, dass dann die Boots genau nebenan liegen und du dir allein dadurch ein paar, ja, wahrscheinlich eine Minute oder so sparen könntest. Ja, zumindest kann er mit dem richtigen Einsatz vom Hookshot hier und da ein paar Sekunden zurückkriegen. So, Bumble sucht seinen Bogen, findet ihn. Wird sich sehr darüber freuen. Ja, und wenn er nachgedacht hat, weiß er auch. Moment. Ich habe meinen Bogen Nummer 1 geskippt. Ja, also das könnte er jetzt da komplett rauslesen. Stirbt aber jetzt hier im Dark Maze und hat sein. Oh, eine Fee. Das ist sehr gut für ihn. Um hier nicht seinen Bombus zu skippen. Hat ja auch leichte Probleme im Dunkeln sich zu orientieren. Sah bei Randall Norris doch ein Stückchen flüssiger aus. Das Problem ist auch, wenn du halt Schaden bekommen hast im Dark Maze und ein bisschen durch die Gegend geschubst hast, dann ist es teilweise schwer, sich wieder zu erinnern, wo war ich eigentlich. Ja. Das erfordert definitiv viel Übung, da wirklich sich auch nicht irritieren zu lassen. Jetzt ist die Frage, kommt Bumble raus? Ja, weil das kostet alles schon auch jetzt schon relativ viel Zeit auf Bumbles Seite. Das Problem auf seiner Seite ist jetzt auch, die meisten Dinos sind tot. Er kann also ganz schlecht sagen, ich gehe jetzt auf einen Deathwarp ein. Und starte einfach von vorne, um den Rest zu machen. Ja. Und sagt jetzt auch, das dauert mir zu lange, ich mache jetzt Save und Quit. Ja, ist definitiv die klügere Entscheidung, würde ich sagen. Es kostet natürlich Zeit, jetzt nochmal nach vorne hingehen zu müssen, aber die Zeit, die du da potenziell noch verschwendest, wird jetzt wahrscheinlich auch einfach darauf hoffen, den Mirror zu kriegen, um dann zumindest nicht nach Eastern auch nochmal hinlaufen zu müssen. Ja, und damit sehen wir jetzt dann wieder mal neue Checks. Und das möchtest du hier gerne auf dem Berg sehen? Puh. Also, ich glaube, am spannendsten wären wahrscheinlich fast die Mids. Weil die am meisten öffnen würden aktuell. Und gleichzeitig auch relativ viel Freiheit wieder geben, wo man hingehen kann. Aber Bumble findet den Spiegel. Ja, der Spiegel ist auf jeden Fall das, was er eben hätte gerne gehabt. Und ansonsten, der öffnet hier und da einige Checks. Macht jetzt tatsächlich das Pad auf. Ja, das ist, glaube ich, das große Ding hier. Pad und Swamp. Swamp alleine schon mit 6 Checks. Okay, Flow. Na, du, sag du. Floating Wilding hat nur eine Flasche für uns. Die wird keiner von beiden abholen. Ich glaube auch nicht. Aber, ja, Brandon Norris hat blind gelegt. Skript leider nicht so ganz sauber hingehauen, aber genug Herzen und ein Cape.
Also trotzdem keinerlei Probleme da. Ja, und unser erstes Tablet sagt, da ist nichts. Oh, jetzt werde ich festkinden. Seine Boots. Ja. Also ich hätte verstanden. Jetzt sehr gut, ja. Ja. Also ich hätte verstanden, wenn er gesagt hat, als Express schon schnell mal eine Bombe gelegt. Ja. Ja, weil du warst gerade in Thiefstown, bist dort alles den langsamen Weg gelaufen und dann liegen direkt immer an deine Boots. Oh, Bumble entscheidet sich für ein älteres Setup. Ja, mit den Boots ist das auch nicht ungewöhnlich. Ist normalerweise ein bisschen Präferenz einfach, mit welchem Setup man sich besser fühlt, wenn man die Boots schon hat. Oh, Butter, das ist nett. Ja. Nichts, was Wumble jetzt gesucht hat, aber ist auf jeden Fall nett zu haben. Ja, zumindest haben wir noch nicht so viele Dungeons abgeschlossen, dass das Butter dann quasi sowieso nutzlos ist. Ja, es macht tatsächlich Eis minimal schneller. Dasselbe gilt für Turtle Rock. Hier in Hera bedeutet das einfach nur zwei Schläge. Einen Schlag und einen Spin. Kannst du dich drüber streiten, was jetzt besser ist? Ja, und macht auch ganz, ganz kurzen Prozess mit Moldon. Heute kein Trolldon. Ja, geht er runter? Ich denke mal eher nicht gerade in seiner Situation. Hatten wir noch ein Item offen? Sollten, glaube ich. Also ich habe den Kompass gesehen, den Big Key, Small Key, Schwert, ja, da ist noch eins. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass er sagt, ich gehe jetzt wieder zurück. Ja. Denn er hat halt noch Eastern offen, er hat Swamp. Ja, aber es kann auch einfach so ein bisschen sein, um das Gewissen zu beruhigen. Kann ich schon sehen noch. Ja, währenddessen Brandon Norris entscheidet sich erstmal gegen die Bergchecks, geht stattdessen lieber erstmal Desert abschließen. Kann ich verstehen, das ist ein Dungeon, den er voll clearen kann. Ja, und dazu kommt noch, die Zeit, die du im Desert jetzt verbringst, ist die Zeit, die du zum Nachdenken hast. Ja. Herr Basement, leider kein großer Feind. Wird jetzt wohl noch gleich nach Spike Cave auch gehen. Ja, das bietet sich auf jeden Fall an. Du bist gerade hier, näher kommst du nicht mehr. Und mach hier auch endlich mal sein Map-Check. Ja, einfach mal schnell checken, wo sind meine Bad Crystal, wo sind meine Pendants. Ja, vor allem vielleicht habe ich überhaupt schon vielleicht einen Red Crystal. Und hab's nur nicht mitbekommen. Ja, das ist das Interessante. Du kannst natürlich in den Inventar schauen, ob du schon Red Crystal abgeschlossen hast. Aber wann öffnest du schon den Inventar, nur um kurz zu lesen? Das ist ein starker Check. Ja, das ist sehr, sehr stark jetzt. Gerade weil Spike Cave dafür bekannt ist, gerne mal links liegen gelassen zu werden. Ja, das die alternative Version wäre gewesen, er geht wieder nach rechts und macht Spiral Cave und geht dann nie nach Spike Cave rein. Also hier definitiv mit dem richtigen Riecher. Jetzt kann er auf jeden Fall checken, was Turtle Rock braucht für Medaillen. Super Bunny, Hookshot Cave, das sind einige Checks. Und wenn er auf der rechten Seite oben wieder angekommen ist, wird er in der Lage sein, noch schnell
Spyro mitzunehmen. Ja, und damit fehlt uns jetzt eigentlich nur noch der Sumaria potenziell, je nachdem welche Medaillons wir brauchen. Lampe wäre natürlich noch nice to have, aber ich gehe mal davon aus, dass beide unsere Runner die im Zweifelsfall nicht haben oder ohne auskommen. Ja, die schlimmsten Dark Rooms sind ja mit dem Firebot schon kein Problem mehr. Na klar ist die Lampe immer noch das Nonplusultra, gerade wenn du Aga spielen musst, aber ansonsten... Und um die Frage aus dem Chat kurz zu beantworten, der zweite Bogen war in Eastern Palace. Das ist der, den Bumble bisher noch nicht geholt hat. Haben wir gesehen, welches Medaillon Turtle Rock braucht? Ich habe es nämlich nicht gesehen. Es ist das Isa, wenn ich richtig geschaut habe. Okay. Ich habe schon darüber geguckt, was Bumble sagt. Und sein Tracker sagt, es ist Isa. Okay. Müssen wir also, mal vertrauen. Also, so Maria und Eva für Gomod. Erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der Pilz wirklich noch benötigt wird. Wo wir wissen, wo er ist. So, und jetzt kommt dann, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger und spannender Moment für das Race. Vendor Norris wird hier die Paradox Cave auch machen, wird dann nach Hera rübergehen. Und dann kommt, glaube ich, schon so eine kleine Match-Entscheidung. Decision von ihm. Geht er nach Spy Cave oder geht er nach rechts zur Spiral Cave und lässt Spy Cave erstmal liegen? Und wenn er zuerst nach rechts geht, geht er trotzdem nach Spy Cave? Ist auch die Frage. Kann er natürlich auch machen, ja. Ich meine, wir haben den Safe und Quit auf dem Berg. Der Weg ist da jetzt nicht sehr weit hin. Aber mit dem Spiegel, den er hier gleich finden wird, steht ihm Swamp offen und sehr, sehr viele andere Overworld-Locations auch noch. Aber auch vor allem er welche, wurde die nicht sehr angenehm liegen. Ja, das Problem ist, auch er wurde schon ein paar Mal von Spy Cave geärgert. Ja. Vielleicht ist dann die Frage, ist heute der Tag, wo er sagt, heute ärgert mich Spike Cave nicht? Oder ist der Tag, wo er sagt, heute kann Spike Cave nicht schon wieder was haben? Währenddessen macht sich Bumble auf den Weg zu Helmersor King und wird die Gelegenheit einfach mal nutzen, euch zu empfehlen, den beiden Runnern zu folgen. Schaut gerne mal vorbei, würden sich sicher über neue Gesichter freuen. Beide relativ aktiv, auch was Rando betrifft, spielen auch häufig in der Ladder mal mit. Den Chat kurz zu berichtigen, Spy Cave ist sehr wohl in Logik. Mit Cape und Bottle ist die Spy Cave in Logik. Nur das Cape alleine reicht nicht aus. Im Gegensatz zum Burner, wo nur der Burner ausreicht, ohne eine Flasche oder ohne Half Magic.
Bumble jetzt hier mit dem Fire-Rod hat ein bisschen einen einfachen Weg zu Helmer gehabt, als Rando Norris, der dort den Fire-Rod noch nicht hatte. Ja, und mit Butter ist, sind zwei Treffer, egal wie. Und schon ist Helmer down, da passiert nicht mehr viel schlimm. Also Equipment-Technik sind beide so gut ausgestattet, dass kein Boss ein Problem darstellen sollte. Auch ein Renendorus entscheidet sich, das Basel mitzunehmen. Jetzt würde ich auch gerne von Bumble gleich die Facecam sehen können, aber auch das ist gerade ein bisschen schade drum. Hoffentlich gibt er auch so noch eine Reaction auf den schönen Bogen, den er gleich findet. In diesem Fall natürlich die Silvers. Ich, ganz ehrlich, ich glaube, an Bumbles Stelle würde ich mich gar nicht so schlecht damit fühlen, den jetzt erst zu finden. Weil trotzdem ist seine Route eigentlich ganz gut aufgegangen in dem Seed, finde ich. Ja, das auf jeden Fall, ja. Aber Saison hätte ich schon viel, viel eher haben können. Das ja. Aber wie wir bei Rando Norris gesehen haben, war da natürlich dadurch die Gefahr gegeben, sich erstmal nach Pot. Ja, baiten ist das falsche Wort, aber sich erstmal nach Pot treiben zu lassen, sozusagen. Das hat ihm natürlich, keine Ahnung, wie lange war es? 20 Minuten oder so ohne Boots gekostet im Vergleich zu Bumble. Ja, das ist auf jeden Fall Rando being Rando im besten Fall. Deine kriegt dies und deine kriegt das, nur weil sie beide eine andere Entscheidung getroffen haben. Und Rando Norris geht zur Spike Cave. Jetzt ist immer nur die Frage, geht er danach noch rüber oder sagt er sich, ich mache jetzt andere Checks? Weil halt und dann Swamp kommt jetzt Spieler. Ich sehe ihn zu 100% in Swamp. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er jetzt zur Spike Cave geht, wenn ihm der ganze Swamp offen steht. Und noch dazu das Pedestal auch dadurch dann. Ja, und da ist schon der Startposition links raus. Ja, ich meine, es gibt natürlich noch das eine oder andere Item, das gemein liegen kann. Aber es kommt jetzt ein bisschen drauf an, was Rando Norris als nächstes dann nach Swamp macht. Wenn er wirklich für die ganzen Einzelchecks noch mit dem Mirror auch spielt. Ja, ich glaube, er macht jetzt schnell K45 und eventuell noch vorher das Bombus-Tablet. Das sind zumindest die, wo ich mir vorstellen kann, die machst du gerne noch vorher. Ja. Ja, auf der anderen Seite, so viele locken die Mits ja tatsächlich auch gar nicht. Tatsächlich locken die also, genug, dass du eher noch zurückkehrst. Ja, umgekehrt, so, sorry. Genau, das wollte ich eigentlich sagen. Die Mits locken so viel, dass du nicht mehr extra viel offen hast, bevor du die hast. So, ja, es sind halt drei Dungeons. Ja, aber es sind plus drei Dungeons, Overworld, die du dann vielleicht sogar gegebenenfalls go-modden kannst. Ja, genau. Du hast halt Misery Maya, den Maya Area. Das sind ja auch einige Checks. Du hast Darkness Mountain. Plus Turtle Rock und Ice Pass. Das sind so viele Checks. Ja. Mit dem Zusatzwissen Red Crystal nochmal zwei Checks weniger. Jetzt stell dir vor, er findet beides Sumaria und Aoife in Swamp. Das ja, hat Bumble nicht mehr viel offen, muss Bumble seine Mits holen. Bumble ist eher dazu bereit, wahrscheinlich Left Side Swamp liegen zu lassen. Er hat ja schon die Mits, er kann ja mehr Dungeons tippen. Ja, eben.
Und geht hier auch zuerst mal auf die Meier-Area. Komplett verständlich. Erstmal checken. Sind zwei schnelle Checks, plus mit Möwa noch ein dritter Check. Oh, er könnte tippen. Das wird jetzt die große Frage. Wo liegen unsere Sumaria und wo liegt das IFA? Unter den richtigen Umständen könnte das sehr, sehr gut für Random Norris sein. Also, auch wenn es jetzt vielleicht momentan danach aussieht, als hätte Bumble ein bisschen den Vorteil, da ist definitiv noch nichts gegessen. Ja, es kommt immer darauf an, wer jetzt was findet. Die Mits könnten ihn zum Beispiel auch locken, er geht jetzt nach Misselmeier, es wäre ein Gottmeier gewesen, aber das war's schon. Oh, Bumble scheint sich aber auch erstmal Swamp zu spielen. Okay, finde ich interessant. Ja, wobei, ja, gut. Wir haben keinen Sumaria, da ist Ice Palace auch nicht so attraktiv. Ja, und ohne Sumaria möchtest du auch nicht nach Meier gehen. Nee, das auf gar keinen Fall. Was ich schon sehr gespannt bin, ist, wo dann die Lampe schlussendlich auftauchen wird. Weil unsere Progression lag bisher immer so, dass nichts hinter der Lampe gelockt war. Also zumindest kann ich sagen, die Lampe kann nicht auf dem Pad liegen. Weil eins der Pendants lamplocked ist. Ja. Oh, Sumaria für beide. Da sehe ich Bumble gleich erstmal Meier spielen. So wie Ice Palace. Oh, das wäre Gourmet für Bumble. Sobald das Swamp gespielt hat. Mhm. Ja, Random Norris entscheidet sich hier für ein etwas neueres Diphodon Setup. Wurde vor gar nicht allzu langer Zeit von Lord Raiden auch gepostet, ein Mitglied der deutschen Community. Ein bisschen more consistent als das klassische Bomben-Setup, beziehungsweise ein bisschen leichter auszuführen einfach. Ja, jetzt ist die große Frage, wo unser Brandon Norris als nächstes hin will. Denn wenn er nicht in allzu kurzer Zeit seine Mits findet und stattdessen alle anderen Checks macht, dann sehe ich ihn das nicht mehr einholen. Ja, nee, also mit der Sumaria-Position und dass Bumble jetzt hier direkt rein ist, macht's einfach nochmal. Also Bumble macht's jetzt spannend. Hätte das jetzt geskippt, wäre das noch richtig katastrophal für ihn geendet. Ja. Hat Brandon Norris, der hat das aber auch geholt, oder? Ja. Ich habe das einfach verpasst, okay. Ich war jetzt gerade sehr verwundert. Es kann sein, dass der Tracker gerade ein paar Probleme macht. Ja, nee, das liegt nicht am Tracker, das liegt einfach an meiner Aufmerksamkeitsspanne. Ich sehe sogar die Mendenos eventuell das Pep pullen. Ja, kann ich mir an der Stelle jetzt auch gut vorstellen. Ich glaube, ganz ehrlich, ja gut, es ist schwer zu sagen natürlich auch, was vorherige Erfahrungen von Runnern betrifft und so. Aber ich würde mal behaupten, im Regelfall werden die meisten jetzt erstmal den Mirror nachgehen und Spike K fliegen lassen. Und er scheint auf jeden Fall erstmal Left Side Swamp mitzuspielen. Ist natürlich ärgerlich. Ja, muss er jetzt machen. Aus seiner Sicht kann er sich's nicht leisten, jetzt genau hier die Mets liegen zu lassen. Falls sie denn da sein sollten. Und das Stimme für ihn ist, er kann hier auch nichts mehr finden, das ihm groß hilft. Nee. Sie haben mehr genug Herzen, Blue Mail. Naja, es gibt noch einen kleinen Case, von dem ich nicht glaube, dass er
großartig was ausmacht, aber sollte jetzt hier auf Left Side die Lampe liegen und Bumble mit dem Agar Tower nicht so vertraut sein, vielleicht selbst mit dem Fire Rod nicht, was ich nicht glaube, aber... Ja. Ich denke mal, das würde ihm knapp eine halbe Minute geben. Naja, aber es ist dann die Frage, wo würde Bumble die Lampe suchen, falls er sie dann wirklich braucht für den Agar Tower? Und ja, unser Tracker Kermit spricht es auch an, vor allem in Pod. Er hat es zwar durchgeschafft, aber das Dark Maze sah nicht extra überzeugend aus. Und Agar Tower ist so ein absoluter Rare Case, wo du so selten ohne Lampe drinnen bist. Dass mich das jetzt ehrlich gesagt nicht extra wundern würde, wenn er da vielleicht ein bisschen noch mehr Probleme hätte. Aber gut, das ist natürlich jetzt alles sehr, sehr viel Spekulation. Erstmal sehen wir bei Randall Norris die Left Side. Ist was Rotes, aber nur der rote Bumerang, keine Lampe. Ja, der bringt ihm jetzt natürlich gar keine Vorteile mehr. So, wo geht Randall Norris hin? Ja, wird jetzt, denke ich, erstmal das Pad pullen. Vergisst, dass er noch keine Mits hat. Das wieder. Ja, das sind so Dinge, die passieren einfach gelegentlich, wenn man ein bisschen auf Autopilot ist. Also, das ist jetzt auch definitiv kein Vorwurf an ihn. Ja, nur 10 Pfeile auf dem Pad. Konnte. Ja, das einzige vielleicht auch ein Bürner oder ein Bugnet oder irgend sowas, aber. Jetzt muss ich überlegen, wo er jetzt hin will. Ja, Graveyard Ledge? Nordroute, Graveyard Ledge, Kingstomb hat er natürlich auch noch offen ohne mit. Ja, mit Möber machbar. Bei Catfish war er noch nicht, glaube ich. Ne, er ist ja nach der Pyramide nach Pott gegangen, also Catfish ist auch noch offen für ihn. Ja, das sind alles Zeit, die jetzt Bumble sehr schnell gut hat, um ja. Fehler nochmal zu machen. Ja, ich glaube, ich meine, wie gesagt, wir spielen Rando, es kann immer alles passieren, aber in 90% der Fälle würde ich mal behaupten, ist Bumble hier doch schon relativ uneinholbar an der Stelle für Brandon Norris. Ja, da muss jetzt was ganz Schlimmes passieren, wie er stirbt jetzt hier bei Kurze, was ich absolut unwahrscheinlich finde. Er hat mindestens nur eine Red Goo mit Red Mail, so vielen Herzen, Butter, da kann eigentlich gar nichts schief gehen. Ja, und damit ist auch schon Kurz der Down. Ja, so schnell kann es gehen. Mit dem richtigen Equipment. Ja, jetzt sehe ich ihn Meier schnell durchwaschen. Da könnte er ohne Lampe ein bisschen Zeit verbrauchen, aber das wird auch nicht so viel sein. Ja, der spielt hier auch sehr confident auf Go-Mode, hat hier beinahe keine Kisten mehr aufgemacht. Nur noch das, was direkt auf dem Weg lag. Von daher scheint er sich offensichtlich wohlzufühlen ohne Lampe. Und es gibt ja die Möglichkeit, selbst wenn du dich nicht ganz so sicher fühlst, du hast immer die Möglichkeit, ob du digital oder wirklich analog die Karten des Spiels aufzurufen. Und solange wie du dich immer noch gut orientieren kannst, ist alles in Ordnung. Ja, und gerade in Agar Tower, die, ich sag mal, die in Anführungsstrichen schwierigeren Räume haben dann trotzdem auch eine Fackel drinnen, die man anzünden kann mit dem Fire Rod, wenn man da
eben nebenbei eine Map offen hat, dann findet man die in der Regel auch relativ einfach. Hier jetzt dann für den ersten dunklen Raum in Misery Mire gibt es auch ein sehr, sehr schönes Setup mit Boots und Hookshot. Bin ich schon gespannt, ob wir das dann bei Bumble sehen werden. Und kriegt auch noch den Gottmeier hier. Ja, ist natürlich für ihn genial. Damit kann er direkt durchwaschen. Muss nicht mehr groß suchen. Ist im Gurmut immer das Schönste, was du sehen kannst. Ja. Ja, und das sind auch alles potenzielle Gambles, die hier vielleicht dadurch annulliert werden, die Rando Norris ansonsten vielleicht noch machen könnte, um hier und da noch die ein oder andere Sekunde rauszuholen. Und wie vorhin angesprochen, Bumble hier mit dem Hookshot und dem Boots. Wenn man da reinkommt und direkt nach unten dasht, dann bonkt man gegen die Wand, kann dann nach links mit dem Hookshot schießen und zieht sich dadurch garantiert immer an den Pot, unter dem der Schalter liegt. Definitiv auch eine Strategie, die man sich mal anschauen kann, wenn man mit dem Darkroom ein bisschen Probleme hat. Man schafft ja auch den schwierigsten Teil überhaupt. Er vergisst nicht, dass er den Schalter nicht umgelegt hat und deswegen den ersten Crystal-Schalter nicht nochmal umlegen muss. Damit hat Bumble die Darkrooms auch schon geschafft in Misery Mire. Währenddessen. Ja, freuen ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber Rando Norris wird seine Mitz jetzt finden. Ja, und auch er weiß, wenn Bumble das früh gecheckt hat, dass er jetzt riesengroße Probleme hat. Ja, klar. Für ihn war das jetzt, glaube ich, so ziemlich eine harte Last Location. Also. Ja, gerade auch mit dem Wissen, dass er spät die Boots hatte. Jetzt spät die Mids, das ist natürlich ultra schlimm. Ja. Und gerade mit dem Wissen, der Sumaria lag direkt neben dem Isa, was 100%iges Go-Moden bedeutet. Sollte für ihn also Bumble schon eher das gehabt haben, dann weiß er, okay, ja, jetzt habe ich ein Problem. Nee, das ist ihm an der Stelle definitiv bewusst. Dass er da einfach den Seed heute nicht sehr gut erwischt hat. Oder, ja, nicht sehr gut. Er hat ihn über weite Strecken eigentlich relativ gut erwischt, auch mit dem Early Bogen und so. Aber das Problem war an den ein, zwei Stellen, wo es wirklich einen Unterschied gemacht hat, genau da die falsche Entscheidung getroffen. Das Problem ist, es war ja nicht mal die falsche Entscheidung. An sich war es ja richtige Entscheidung, bloß wenn halt auf der anderen Seite das Richtige liegt. Ja, das ist halt, wenn du, wie es lebt und lebt. Ja. Brandon Norris scheint hier aber trotzdem noch ein paar mehr Kisten zu öffnen. Zumindest jetzt den Pengator Room hat er schon mal gemacht. Hofft ja gut, also wenn vielleicht doch noch auf die Lampe, zumindest auf seiner Seite. Oder ein Small Key, damit es schneller geht, wenn du sowieso gerade die Gegner getötet hast. Einfach nur, damit der Dungeon schneller abgeschlossen ist. Aber ist es wirklich schneller, wenn du ansonsten einfach wieder rausgehen könntest, direkt aus dem Baum? Naja, jetzt gleich unten. Schnell eine Tür öffnen. Wenn du sonst kein Smoky hast, eventuell. Nee, aber ein zweiter Smoky, das weiß ich nicht warum. Nee, er nimmt Kisten mit. Er hofft auf die Lampe.
Das Problem ist, ist sie eine Lampe, ihm auch nicht so viel Zeit wieder zurückgeben. Ja, wahrscheinlich nicht, ne. Das ist halt wirklich dann eine Frage der Execution im Aga Tower. Auch hier ist Turtle Rock jetzt auf Bumbles Seite, könnte theoretisch ohne Lampe ein kleines Problemchen geben. Wenn er halt im falschen Moment nicht richtig gedrückt hat. Aber auch das wird nicht so viel Zeit schlucken wie eine große Suche nach der Lampe. Nee. Ja, und ich weiß nicht, im Chat wird gerade geschrieben, Sven braucht keine Lampe. Ich weiß aber nicht, was er sonst noch suchen würde, ganz ehrlich. Na, er hat ja sonst alles. Das Einzige, was ansonsten noch an Convenience irgendwo rumliegen würde, wäre die Half-Magic. Aber die sucht er ja auch nicht spezifisch. Die nimmt man gerne mit, wenn sie auf dem Weg liegt, aber man sucht nicht extra danach. Erst recht, wenn du schon bereits Flaschen hast, die ja ausreichen, um Convenience zu bieten. Ja, auf jeden Fall Bumble jetzt hier in Turtle Rock. Es wird sein, nicht sein letzter Dungeon. Wir haben dann noch zwei weitere Dungeons. Zuerst wieder Castle Tower. Zuerst wieder Ganon's Tower spielen. Danach noch Castle Tower. Aber was wir dann trotzdem haben werden, und weil wir da nur einen ganz kurzen Weg rüber haben, vielleicht schon mal eine kleine Andeutung in die Zukunft. Wenn Bumble dann seinen Secret Crystal in der Hand hat, werden wir das GT Guessing Game spielen. Ja, von Check 1 bis 22, alles ist möglich. Wo liegt der GT Bikini her? Gezählt wird, wenn Bumble sein letzten wahrscheinlich als oder also ich gehe nicht davon aus, dass es nicht so ist, wenn Bumble jetzt gleich den Quest in der Hand hat, hat er Quest Nummer 7. Und damit sehen wir dann zuerst bei ihm. Weil auch sehr wahrscheinlich derjenige ist, der zuerst reingeht. Ich sehe ihn nämlich nicht wieder runter vom Berg gehen. Nee. Das kann ich mir auch nur sehr schwer vorstellen. Nimmt hier auch die sichere Route, um auch ja keinen Small Key zu skippen, der hier sein kann und auch hier ist. Ja, das spart ihn auf jeden Fall schon mal die Laser Bridge. Wenn die ganzen Smokies gleich vorne hat. Ja, es gibt theoretisch eine Variante, wo dieser Small Key auch tatsächlich required sein kann, wenn auf der Laser Bridge kein weiterer mehr liegt. Hat eine sehr, sehr niedrige Wahrscheinlichkeit, aber tut dann natürlich umso mehr, wie falls genau dieser Fall doch eintritt. Ja, und jetzt ist er praktisch schon durch den Darkroom durch. Richtig, also man sieht ja auch, Bumble macht das hier doch. Oh. Ja, ich verschluck meine Worte, während ich sie ausspreche. Ja, ich glaube, da war ganz kurz losgelassen und das Spiel hat gesagt, okay, dann gehe ich woanders hin. Jetzt weiß er wieder, wo er ist und jetzt kann er nochmal zurück. Ja. Hoffen wir es für ihn auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, wie souverän er hier durchfährt, aber jetzt doch eben wieder mit ein bisschen Problemen auch hier. Sucht hier noch den Safety Spot mit der Full Magic und den Herzen. Und kriegt dafür immer mehr Hits. Das ist natürlich sehr ärgerlich für ihn. Ja. Komm, Bumble, du brauchst das nicht. Du hast doch eine Red Cook, geh einfach durch. Ja, das ist das Problem an dem Raum. Wenn man einmal die Orientierung verliert, dann kann es sehr, sehr unangenehm werden.
Ich denke, das Beste wäre für ihn jetzt einfach, obwohl er den Schalter schon gedrückt hat, einfach nochmal die normale Route durchzufahren, als ob er den Schalter drücken würde. Weil das die Variante ist, die man quasi am ehesten im Kopf hat. Er fährt hier, glaube ich. Na doch, jetzt hat er's. Dessen Random Norris jetzt in den Darkrooms von Misery Meyer und hier auch sehr, sehr schön durch. Und ist halt einen kompletten Mountain Climb und halt Turtle Rock behind. Ja. Ja, und hat sich jetzt für Misery Meyer ganz offensichtlich doch entschieden, nee, ich brauche die Lampe doch nicht. Das ist es mir nicht wert, hier noch zu suchen. Aber anscheinend war wirklich Misery Meyer die Antwort. Oder ja, halt. Achso, stimmt, auf der Laser Bridge kann die Lampe nicht liegen. Ja, vielleicht noch Mimic Cave als letzte Position. So wie Lava Bridge. Die Bitches da haben wir auch nicht gesehen, aber das war's. Alles andere wurde uns sehr schnell noch nebenbei gezeigt. Ja, und apropos, das war's. Big Key Guessing Game. Los, los, los. Was sind deine Zahl für heute? Ich nehme die 4. Also ein ganz früher Check. Ich glaube, ich muss nicht schreiben, oder? Oder sagen. Nee, ich weiß genau, was du nimmst. Ich glaube, so ziemlich jeder, der hier einigermaßen regelmäßig unterwegs ist, weiß, was deine Zahl ist. Ja, und weil es so ein kurzer Weg war, denke ich, können wir vielleicht noch ganz kurz bis zur ersten Kiste ein bisschen länger laufen lassen. Ja, das ist ja kein Problem. Dann ist es ja noch nicht Wissen. Und damit Bumble in GT als erster und öffnet jetzt seine erste Kiste mit einem Single Arrow. Das sieht man doch gerne. Auf jeden Fall, Hauptbum war erstmal nichts. Geht er erstmal nach links. Rest in Peace, Bob. Ja, und weil es da auch mal Verwirrung schon gab, Bob ist die Antifee, die über dem Loch ist, wo man so den Eis-Armors runterdroppt. Wenn man das Torch-Item nicht einsammelt, dann hat er ein bisschen komische Sprites und deswegen hat er einen Spitznamen bekommen und der ist Bob. Tatsächlich soll Bob nie im Vanilla-Spiel sein, das war erst bei Van nur so. Und dann gab es die Möglichkeit, es gab zumindest die Möglichkeit, ihn rauszupatchen. Aber dann hieß es, nein, wir möchten ihn behalten. Also, dass das Rando exklusiv ist, wusste ich tatsächlich nicht. Dass man das hätte rauspatchen können, das wusste ich schon. Aber es hieß, nein, wir möchten ihn behalten, wir haben ihm einen Namen gegeben. Ja, kann man auch verstehen. So, und wir sind jetzt bei Bumble dann bei der Nummer 9, glaube ich, als nächstes. Zähle ich da richtig? 2, 3, 7, 8. Ja, jetzt kommt die 9. Puh, Glück gehabt. Ja, gehen wir mal schnell zur Wendung. Danach benannt, dass er eigentlich nur im Wendo geöffnet wird. Ja, Bumble wird jetzt hier bis ASA muss durchgehen, wenn er muss. Gehe ich mal sehr stark davon aus. Ja, alles andere wäre jetzt auch verwerflich. Findet noch die Half Magic. Die nimmt man noch sehr gerne mit. Und damit haben wir jetzt wirklich so quasi alles an
Safeties und Convenience, was man sich nur wünschen kann für den Gannon-Fight später dann. Ja, und es gibt tatsächlich auch keinen. Obwohl doch, Bucknet könnte eine Auftauchung. Aber auch das wäre nur für den Trigger am Prozenten. Wir wissen, wo der Pilz liegt. Bamme sollte wissen, er kann die Lampe hier nicht finden. Und wir wissen, wo Wettenring und Burner sind. Ja, und da diese Antifäden neben der Kiste, das war Bob. Obwohl er leben durfte, musste er dann trotzdem sterben. Oh, Vanilla. Das müsste die 14 gewesen sein. Haben wir denn eine 14? Wir haben eine 14. Werfendolf, du musst mich jetzt stoppen, falls ich falsch bin mit der 14. Ich überlege gerade im Kopf. Wir hatten zwei rechts, dann 6, 7, 8, 12, 13. Na doch, du müsst die 14 sein. Sehr gut. Dann gratulieren wir recht herzlich Arilos Kineas. Ach, war doch die 15? Was haben wir vergessen? 15? Oh, dann muss ich das leider zurücknehmen. Was, die 15? Ich weiß es nicht. Ich hab dir jetzt vertraut. Das ist ein ganz großer Fehler. Du weißt doch, dass ich nie aufpasse, wenn ich Commentary mache. Wir gehen das nochmal durch. Wir haben 4 Chests auf der rechten Seite gehabt, beziehungsweise 5 mit dem Tail Room. Das heißt, wir haben 22 minus 5 ist 17 und 3 Chests bei den Ice Armors, 17 minus 3 ist 14 und die erste war es, also muss es die 14 sein. Du hast doch richtig gerechnet, das ist gut. Ja. Kermit gibt mir sogar recht, der Tracker hat immer recht, das wissen wir alle. Also, Arilos Kineas, GG. Feuchter Händedruck und das übliche Ruhm und Ehre und sonst etwas. Ein paar Internetpunkte, mit denen du dir etwas aussuchen darfst, was du möchtest. Was darfst du dir selber ausdenken? Während wir uns hier ein bisschen im Gespräch vertrödeln, ist Bumble schon fast mit dem ersten Teil vom Climb durch. Bekommt nur ein paar ungünstige Hits. Kann sie aber voll heilen, hat die Silvers, Half Magic, was soll da noch groß passieren? Er hat noch mindestens 2 Bluten. Auf dem Equipment-Niveau, da soll eigentlich gar nichts schief gehen. Nee. Das Einzige, was schief gehen könnte, dass wenn er hier und da mal ein paar Probleme hat, dass er langsamer ist, aber der das ist halt auch so eine Position. Da kann man Norris nicht mal groß gammeln, um Zeit zu gewinnen, damit Bumble genug Fehler machen kann. Ich glaube, das Einzige, was vielleicht Brandon Norris ein bisschen Zeit sparen könnte mit dem BK, wäre, wenn er dann so quasi den True Dark Magician spielen würde, wo er zuerst den Stalfus Room macht und dann auf der rechten Seite komplett zu den Ice Armors durchgeht. Aber selbst dann müsste Bumble richtig viele Fehler machen, damit das noch kopiert wird. Klar. Klar, das auf alle Fälle, aber das wären vielleicht zumindest noch so ein paar Sekunden, die er da rausholen könnte. Also da sehe ich Bumble, damit das passieren kann, damit das ein Waze wird, sterben. Ja. Jetzt hier oben irgendwo in GT. Alles andere wäre schon komplett unmöglich. Ein Aga 1 Climb Tod würde nicht reichen. Nee. Aber trotzdem, und auch weil du es gerade ansprichst, wir haben noch die große Unbekannte des Aga Towers. Wir wissen nicht, wie sicher sich beide da sind wirklich mit dem kleinen Bumble. Hatte hier und da ein bisschen Probleme in den Darkrooms. Rando Norris, wie auch im Chat angesprochen, ist zwar notorisch bekannt dafür, nie eine Lampe zu finden, aber wie oft der Aga Tower schon ohne Lampe spielen musste, ist eine andere Frage. Ich sag nicht, dass das für Randall Norris einfach aufzuholen ist, aber ich sage, ich sehe zumindest eine Welt, in der das vielleicht passieren könnte. Ja, es könnte vielleicht passieren, die Wahrscheinlichkeiten stehen nur komplett gegen. Ja, das ist wohl wahr, ja.
Und Bumble hat auch kurz einen Prozess mit Muldum 2 gemacht, ist jetzt bei Aga 2, den wir ironischerweise zuerst besiegen. Ja, beim ersten Mal hat er ein bisschen Pech gehabt mit den Feuerbällen. Steht jetzt 1-2-1, zwei Hits müsste er noch brauchen. Und das war's. Aga 2 setzt down. Ja, jetzt wird er für die Position, die er da bekommen hat, auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Ja, jetzt wird er gleich die Mauer rausholen, sobald er auf der Pyramide ist. Schnell Aga besiegen wollen und dann bei Ganon reindroppen. Natürlich lustig, wenn er jetzt vergessen würde, aber ich glaube nicht, dass er es vergisst, dass er ihn noch nicht besiegen kann. Ja, mal schauen. Es wäre nicht das erste Mal, dass das jemandem passiert. Nee, aber er denkt daran. Damit Bumble jetzt in seinem finalen Dungeon. Währenddessen Brandon Norris hier, ich meine, die gleiche Route geht, wie Bumble das auch gemacht hat, also wird hier definitiv keine Zeit rausholen können. Ja, und dementsprechend sollte das für Bumble jetzt eigentlich schon entschieden sein. Die gefährlichen Räume hat er hier mit Licht. Da passiert nicht mehr viel Schlimmes für ihn. Obwohl mich schon interessiert, wo jetzt beide die Lampe liegen gelassen haben. Da bleibt ja nicht mehr viel. Bumble überzeugt mich hier auf jeden Fall vom Gegenteil. Aga Tower mit Fire Rod scheint auf alle Fälle zu sitzen. Ja, sind halt die gefährlichsten Räume sofort außer Gefecht gesetzt. Und der gefährlichste Raum ist nun mal das Maze. Wenn du dich da verirrst, dann hast du halt verloren. Das ist ja noch schlimmer als das Maze vor dem Pot. Ja, definitiv, ja. Vor allem, weil man es nicht so oft macht. So, und wer klug war, hat jetzt bei Brandon Norris nochmal mitgezählt, um die Zahl zu bestätigen oder zu widerlegen, auf die wir vorhin gekommen sind. Ich kann es nicht sagen, ob es wirklich die 14 war oder die 15. Aber wenn ich glaub, wir das schnell, wird einfach für immer ein Mysterium bleiben. Wir könnten jetzt so ganz schnell das Bloober Guessing Game machen. Wir haben noch ein paar Sekunden. Ja, stimmt. Wie viele Blue Balls gibt es heute bei Aga 1? Ja, ich tippe mal auf 5. Und wie viele sagst du schnell noch? Ich bin freundlich und sage einen. Ja, soweit ich weiß, müssten 2 das Durchschnitt sein, oder? Ja, 2-3. 2 bis 3 sind so im Schnitt, ja. Wir wünschen einfach mal, dass es nicht das Maximum wird, was glaube ich 15 war. Waren das? 15, ja. Einen haben wir schon mal. An niemanden. Ja, nee, 15 ist wirklich grauenhaft. Gerade wenn naturell 15 sind und nicht, weil du irgendwas verkackt hast. Nummer 2. Ja, und damit auch
Aga 1 down. Bumble darf jetzt nochmal in die Dark World. Conveniently placed. Direkt über dem Loch. Darf jetzt dann das Schweinchen noch flambieren. Hat ja auch überhaupt keine Probleme mit dem Goldsword direkt in die zweite Phase. Ja, da sollte nichts mehr schief gehen. Er hat Hookshot, er hat Cape, er hat zwei Blues. Ist jetzt schon in Phase 3. Was soll da noch groß passieren? Selbst einmal runterfallen würde ich noch nicht mehr kratzen. Er weiß es nur noch nicht. Ja. Ja, ich glaube, er wird sich insgesamt nicht so schlecht fühlen mit seinem Routing in dem Seed. Vielleicht so der ein oder andere Patzer, der in den Dungeons da passiert ist, fühlt sich natürlich nie gut an. Scannen down. Und damit GG's an Bumble in den Chat. Ja, definitiv ist GG's. Geht hier als erster in den Triforce Room mit einer offiziellen Race Time GG-Zeit von 1 Stunde 45 Minuten und 41 Sekunden. Und das war auf jeden Fall einer der neuen Texte ab heute, soweit ich weiß. Oh, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, was da gestanden ist. Ich glaube, da stand I wanna be the next German Champion. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, das ist ein neuer Text, ja. Seit heute gibt es die neuen Triforce-Texte, die submitted wurden. Und ich sehe schon, dass Bumble unten im Discord ist und könnte jederzeit zu uns dazustoßen. Es sei denn, er möchte noch auf Random Norris warten. Ja, sieht wohl danach aus, als würde Random Norris noch fertig spielen, also. Es wird schon noch ein paar Minütchen dauern, von daher Bumble natürlich eingeladen, gleich direkt zu uns hochzukommen. Und da ist er auch. Bumble, GG. Jo, ja, danke. GG's. Danke. Oh je, mal habe ich schlecht gespielt, Mann. Diese Türen. Was war da denn los? Ich hätte wieder kotzen können, diese 5 Umdrehungen da gedreht habe. Ja. Wir haben ehrlich gesagt schon eine Spur daran gezweifelt, wie gut du durch Aga Tower durchkommst, eben weil du in den Dark Rooms teilweise ein bisschen Probleme hattest. Ja, Potmore halt, ich mach den Raum von der Seite halt nie im Dark, weil ich hab nicht damit gerechnet, jetzt einen Bogen da zu finden. Ich wollte eigentlich Headsafe und Quit. Ich mach den Raum halt von der Seite nicht im Dark, deswegen war da halt Struggle. Und die Gegner waren halt dann alle weg für den Death Warp. Also, naja. Die anderen wollen nicht das Problem, Maya, Aga Tower und so, das ist free, aber. Bot mache ich halt in der Seite nicht. Müsste ich mal machen. Das war definitiv souverän gespielt auch. Turtle Walk passiert mir jetzt eigentlich auch nicht so, dass ich da 5 Umdrehungen drehe. Aber ich war einmal falsch abgebogen, da war ich komplett raus. Ja, egal. Ist halt so. Ja, aber hat ja dann am Ende trotzdem für den Sieg gereicht. Ja, hast Sven, du sonst die irgendwelche... Ja, genau. Ja, warum haben wir eigentlich Startschwert gemacht? Das... Hat sich ja richtig gelohnt mit den zwei Schwertern da drin. Ja, wir mussten sehr lachen direkt am Anfang und dann gleich vierter Check gleich mal Tempo Zord. Ja, das war so. Ja, das war nice, ja. War richtig schön so, ihr habt Master, okay. Dann riecht er schon fast Nager und dann kommt gleich das Tempo hinterher. Aber nie die Lampe gefunden. Also ich habe auf jeden Fall ein Déjà-vu gehabt in den Seed. Es lag wieder im Bogen, das hatte ich erst, gegen Osora. Wieder ein Bogen in Eastern und wieder ein Bogen in Pot. Das ist unglaublich. Mit den Seeds los. Das gleiche wie gegen Osora, aber diesmal konnte ich zumindest nicht in Ice Palace gebaitet werden, wie damals. Da bin ich nämlich nicht nach Pot gegangen, da bin ich nach Ice gegangen. Aber ne. Ja, ansonsten war es eigentlich okay, sage ich mal, vom Seed. Ärgerlich, dass ich nicht gleich nach Swamp gegangen bin, wo natürlich dann so Maria und Iso lag, aber ja, gut.
Ist dann halt so. Ja, aber du hattest halt die Boots deutlich earlier, also es war auch für dich gar nicht so schlecht, dass du erst spät nach Pod und Eastern dann rein bist. Ja. Und ja, eben wie du schon gesagt hast, die Mids waren dann eben so das Zünglein an der Waage in dem Fall. Ja, ich gamble halt immer, wenn ich Hera mache, denke ich mir halt, ich mache halt die Spike Cave zuerst. Spike Cave lasse ich, mache ich später mit Mids. Es sei denn, da liegen halt jetzt gerade die Mids. Gut, dann wäre es halt ärgerlich, aber mache ich meistens so, dass ich erst immer Spike Cave mache. Und die Spiral Cave, ich hatte ja eh schon Mirror und so, da dachte ich mir, da kann ich die Spiral Cave auch später machen mit den Mids mal. Ja. Ist natürlich ja. Dann angearscht, wenn wirklich in Spiral Cave am Ende die Mids liegen, aber ja gut, dann ist es halt so. Genauso ja, gut, Spiral Cave, genauso gut kann man Spiral Cave spielen und die Mids in Spiral Cave liegen, was bis Sven passiert ja, ist. Ja, also. Genau. Und das war eben, was Randall Norris hier gemacht hat. Ja. Das ist so ja. Ein bisschen der 50-50 einfach. Ja. Ist halt so. Mal. Gibst du das, gehst du halt erstmal nicht hin. Eins von beiden gibst du wahrscheinlich, ist normal. Passiert dann, ja. Es ist halt sehr unwahrscheinlich, dass du beides hintereinander spielst. Ja. Ich gehe da auch nicht nochmal hin, ich nehme halt eins und fertig. War natürlich nice, dass da dann die. Hätte nicht gerne gerechnet, dass da mit liegen. Dachte eigentlich in Swamp. Nee, aber in Swamp war dann ein Go-Mode. Gleich zwei Chests hintereinander. Ja, ja. Habe ich auch schon überlegt. Gehst du Left Side, aber gut, dann hat sich's erledigt gehabt. Wie hoch war eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass du da unten die Kiste nicht mitnehmen wolltest? In Swamp? Ja, die untere. Ah, die wollte ich definitiv mitnehmen. Ich wollte aber erst die Big Chest aufmachen, keine Ahnung warum. Okay, das sah jetzt so aus. Ich wollte gucken, ob da ein Item liegt. Wenn unten ein Item liegt, dann wäre ich halt nicht Left Side gegangen. Gut, hätte man noch andersrum spielen können, war dumm irgendwie, aber keine Ahnung. Es war so ein Gefühl, okay, der geht jetzt hoch. Dann Moment mal, da liegt ja noch was. Das wäre ärgerlich gewesen. Es gibt vor allem ja doch, ich meine, ich glaube, es sind nicht sehr viele, aber es gibt den einen oder anderen Spieler, der den Chest da unten erstmals gibt. Und ja, gut, wenn du Left Side gehst, dann kannst du skippen, ja. Oder so, ja. Ja, gut, mach ich im Grunde nicht. Finde ich persönlich auch komisch, aber ja. Ich habe es gehört, dass es den einen oder anderen gibt, der das macht. Aber dieses Early Play, dann denke ich mir, nee, ich gehe jetzt nicht. Ich will unbedingt 500 Rubine haben, bevor ich die Flipperjacks mache. Es kommen einfach keine Rubine. Aber gut, dass ich gewartet habe auf die 500 Rubine. Ja, das war auch schön. Endlich mal was Interessantes so früh auf dem Early so erreichbar. Aber das Early Play war schon wieder ein bisschen nervig. Da kam halt wieder einfach nichts. Sind wieder 20 Minuten in der Lightwood rumgerannt. Ohne dass du irgendwas machen konntest. Ja, das war definitiv ein interessanter Start. Zuerst mal einfach gleich Flöte und zwei Schwerter besser gesagt. Und dann einfach irgendwie gefühlt so gar nichts. Ja, ich weiß nicht, wo ist denn Sven hingegangen in der Dogwood zuerst? Dass der die Boots so spät hatte. Naja, er hatte halt den Bogen aus Eastern bereits gehabt. Er hatte und den Bogen schon, na okay. Gut, ja, genau. Ist dann natürlich bei der Hype Cave in die Dark World und von dort direkt rauf zu Pod. Ja, gut, macht Sinn, ja. Und dort hat er dann auch noch seinen Mountain Access gefunden, dem Hookshot und ja, so. Ja, da war der Hookshot, ja. Was er aber Gott sei Dank dann trotzdem gemacht hat, war, dass er zuerst noch die Magic Bed gecheckt hat und die hat ihn dann zurück nach Skullwoods und natürlich dann auch nach Village of Outcasts getrieben. Also das hätte noch deutlich länger dauern können, sogar tatsächlich bei ihm. Ja, die Magic Bed ist auch ein bisschen da, dachte ich mir, komm, ich mach sie jetzt, jetzt mach sie nie. Weil ich habe jetzt nur noch Pod und Eastern offen. Vorher will ich gucken, ob da noch irgendwas liegt. Wo du jetzt wieder ohne Bogen in Pod und Eastern reingehst, mache ich die Magic Bed noch. Okay, da hatte ich Firewood, da konnte ich erstmal noch Skywoods machen und Desert. Ja. Ne, also für sich genommen haben beide eure Routings auf jeden Fall Sinn gemacht. Und ich, ganz ehrlich, ich würde mich nicht mal jetzt wirklich trauen zu behaupten, welches Routing da jetzt heute das bessere war. Waren einfach so die zwei kleinen Dinge, waren eben die Boots und die Mids. Die Mids in dem Fall das deutlich größere. Ja, das habe ich schon fast gedacht, das könnte vielleicht gut sein, die Mids da in der Location. Direkt beim ersten Trip kann man leicht was skippen, ja. Man muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, Randall Norris ist dafür, dass er die Mids hard last located hat und die Boots ja, so 20 Minuten nach dir erst hatte, trotzdem eigentlich gar nicht mal so weit hinter dir. Nö, es fehlen zwar, glaube ich, 10 Minuten ungefähr. 8-9. Er ist jetzt gerade mit Gannon fertig geworden. Ja. Hier bei uns im Restream. Aber auf jeden Fall auch für ihn GGs in den Chat. Richtig.
Unbedingt. Ja, und dann natürlich noch bist du in der Dogwood, hast keine. Es hat halt unnötig Zeit gekostet, dann mache ich die Checks halt dann nochmal, weil ich es nicht liegen lassen wollte, das Chest Game und das Digging Game. Das war halt genauso nervig. Ja, das war eigentlich wirklich so das einzig wirklich Unangenehme mit dem Geld. Da stimme ich dir zu. Ja, aber damit nochmals GG an euch beide. Sven hat jetzt auch noch gefinisht mit einer offiziellen Zeit von 1:54:14. Wird uns vielleicht hoffentlich dann auch noch kurz mit einem Interview beehren. Ich weiß nicht, ob du, Bumble, da vielleicht irgendeine Info hast, ob er auch noch kommt oder eher nicht. Geschrieben hat er nichts. Dass er nicht kommt. Ja, die Einladung kommt erst mit dem Wissen, dass unser Tracker draufdrücken konnte, dass er durch ist. Vorher kommt keine Einladung. Kommt sicher sofort, Sven. Ja. Bin zuversichtlich, dass Kermit jetzt gerade auf den Knopf gedrückt hat. Zwinker, zwinker. Aber wir haben ja noch genug Zeit. Während wir hier auf Sven warten, vielleicht ganz kurz gleich mal, was heute noch so ansteht. Wir haben aktuell schon am Laufen auf Speedgaming Deutsch 2 Reynold 7 gegen Duden. Die spielen ein AD mit Bicky Shuffle und auch Schwertstadt. Und später dann um 20.40 Uhr hier auf Speedgaming Deutsch gibt es dann noch Schulzer gegen Tech Warrior in einem Swordless Boss Shuffle mit Startflöte. Also gibt auf jeden Fall noch genug Rando heute zu schauen. Ja, und ich glaube, Kermitsch hat gerade ein bisschen technische Probleme offenbar. Ja, manchmal stockt der Tracker ein bisschen. Das ist normal. Und wenn es dann genau dieser eine Klick ist, ist es halt ärgerlich. Aber da sehe ich schon unseren Venom ja, Morris und da ist er auch. GG's. Hallo. GG's. Oh, warte mal, ich muss mal eben den Tab nehmen. So. Erzähl uns was. Wie fühlst du dich? Ja, die Mits, ne? Ich hatte eine 50-50 Chance. In dem Moment, wo ich nach rechts gerannt bin, habe ich mich schon darüber geärgert, dass ich es getan habe. Hat sich leider bewahrheitet. Naja. So ist Rando und kann ich jetzt auch nicht groß drüber meckern. Also ich glaube, der Rest lief eigentlich ganz gut. Gut, die Boots kamen natürlich ein bisschen spät. War aber natürlich auch so ein bisschen mein Checks, die da ja, oder die Chain, die da in EP begonnen hat, geschuldet. Ich mir gedacht, okay. Ich spiele gegen Bumble. Jetzt renne ich da einfach nach EP hin und schaue, was ich da rausbekomme. Und war ja jetzt auch an sich nicht die allerschlechteste Entscheidung. Dass natürlich die Boots auf der anderen Seite der Welt liegen, ist in dem Moment blöd gelaufen. Aber ja. In dem Moment hat es sich jetzt nicht schlecht angefühlt. Ja, definitiv. Also wir haben da auch gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, natürlich. Und es waren, ich habe es zu Bumble auch schon gesagt, es waren beide eure Routings im Grunde genommen gut und absolut legitim. Dein Problem war eben nur einfach die späten Boots und dann das viel größere Problem mit den Mids. Und ja, trotz alledem, knapp 9 Minuten jetzt hinter Bumble, trotz Boots 20 Minuten später und mit Last Location, also da trotzdem auch ein großes GG an dich auf alle Fälle. Es war absolut keine schlechte Leistung von dir. Hätte mich nur gerne am Anfang nicht verflötet. Das hast du, wie schnell hast du die 500 Rupees zusammen gehabt? Oh, weiß ich,
die 500, ich glaube. Ah, stimmt, als ich mich verflötet hatte, ich bin ja auch nach Kakariko unten Richtung Sauschorn gegangen und den ganzen Krams. Und ich glaube, da hatte ich nach der Mini-Moldom Cave irgendwie 480 oder was das war, oder 483. Ja, genau. Und dann wollte ich eigentlich zu 8 flöten, hatte den Links-Input gemacht, den hat er aber anscheinend nicht genommen. So, und dann bin ich zu 1 geflogen und hab mir gedacht, okay, eigentlich wolltest du gar nicht hin. Aber jetzt, wenn du schon hier bist, ziehst du es einfach mal durch und guckst mal, was du da findest. Und ins Backrock lagen dann ja noch 20 Rupees. Die habe ich dann dankend mitgenommen. Ja, ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sagen, woran genau es lag, aber Randall Norris hatte da eben ein paar Rubine mehr. Ihr wart beide relativ zeitgleich auf dem Berg. Er hat sich entschieden, die Rupees mitzunehmen, Bumble dann nicht. Und ja, es waren... Ja, irgendwo lagen genau 220er für mit, die ich nicht mitgenommen habe. Ja gut, wer rechnet dann damit, dass es am Ende dann auch... Aber ja, gut. Irgendwo habe ich dann noch was gefunden. Ach ne, ich bin da ich bin unterm Stein noch zweimal reingegangen, sowas. Ja, genau. War jetzt auch kein so riesen Zeitverlust. Ja. Wenn man so sieht, habe ich ja sowieso beide Handschuhe last located. Na okay, die ersten vielleicht nicht unbedingt komplett last located, aber dadurch, dass ich halt erst auf dem Berg bin, wo ich gar nicht hin wollte, habe ich mir gedacht, okay, jetzt setzt du den Hobo einfach mal weg und machst dann erstmal alles andere. Dass der natürlich dann die ersten Handschuhe hatte, okay. Ja, es hat sich dann ein bisschen ausgeglichen. Bumble hatte die Handschuhe eine Spur früher, du hattest dafür Hammer und Moonpearl eine Spur früher. Also, es hat sich dann im Endeffekt eigentlich nicht viel genommen. Der große Unterschied war eben der, dass du so early nach Eastern rein bist, da den Bogen hattest und dann verständlicherweise dem Bogen gefolgt bist. Ja. Tja. Ja, aber zwei Seeds hintereinander. Beide Bögen in Pott und Eastern. Das gibt's ja gar nicht. Kann kein Zufall mehr sein. Also Kermit, du weißt, Samstag, ey, direkt nach Eastern den Bogen da raus. Was? Obwohl, ich glaube, bei mir war das jetzt auch schon das zweite Mal im Turnier. Jetzt nicht zweimal hintereinander, aber ich weiß nicht, ob ich gegen Saturn und damals zwei drin hatte oder gegen Daruk. Irgendwo war das auf jeden Fall schon mal. Das war halt wieder meine Last Location. Hot und Eastern. Ich habe jeden Scheiß vorher gemacht. Aber das war gut, dadurch habe ich das Powder wenigstens noch gecheckt, bevor ich dahin bin. Das hatte ich, glaube ich, hatte ich das direkt nach Eastern gemacht? Nach Pot gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, das Powder hattest du nach Pot dann gecheckt, ja. Ah, oder irgendwie sowas. Weil genau. Wir waren zuerst der Meinung, dass du wahrscheinlich direkt den Berg raufgehen wirst und den Fairroad erstmal liegen lässt, aber du hast uns eines Besseren belehrt und erstmal das Powder abgeholt und dadurch dann glücklicherweise auch deine Boots zumindest früher geholt, als das möglich gewesen wäre, wenn du direkt auf den Berg rauf wärst. Weil dann hättest du sie potenziell noch viel länger liegen lassen. Ich habe mir in dem Moment gedacht, Powder, Hammer, beides früh da. Mit sehe ich hier sowieso gerade noch nirgendwo. Also die Smith-Chain, entweder liegt das gleich in Village of Outcasts oder das wird sowieso ewig liegen bleiben. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann eben schnell hinflöten, hinlaufen und gucken, ob da was drauf ist. Wenn ja, ist toll. Wenn nicht, ja gut, dann halt nicht. Aber eben dadurch, dass die Smith-Chain sowieso komplett verschlossen war, keine Mids, kein Spiegel, habe ich gedacht, mach es jetzt eben. Ja, war dann auf jeden Fall eine gute Entscheidung noch. Aber ja, ich weiß nicht, Nervendolch, möchtest du noch irgendwas Spezielles fragen? Nee, tatsächlich sind die meisten Fragen ja beantwortet worden. Und ich würde einfach mal behaupten, wir würden jetzt beiden einfach nur die letzten Worte geben, oder? Ja, hört sich vernünftig an. Ja gut, dann fange ich mal an. Sven, erstmal nochmal GG. Euch beide danke fürs Kommentieren. Und Körbe dann auch noch danke fürs Tracken. Ja, und ansonsten. War ein guter Seed. Danke für die 3 Schwerter, Sven. Oh Gott, waren die dumm. Die waren so. Die waren komplett dumm. Oh Gott. Das stimmt. Ach, die waren. Da habe ich mir schon gedacht, ja, hat sich ja gelohnt, dass wir Schwertstart gemacht haben. Ja. Ja, nee. GG ist auch nochmal an dich, Bumble. Die üblichen Worte. Vielen Dank fürs Kommentieren, fürs Tracken. Vielen Dank auch an alle, die hier scheinbar ganz fleißig im Chat mit dabei gewesen sind und mitgegoogelt haben.
Ja, und dann geht es jetzt gedanklich quasi nur noch mal einmal Richtung Sonntag in das, also zumindest bei mir gedanklich Richtung Sonntag in das Wiederholungsspiel gegen Kermit. Und dann ist das diesjährige Turnier auch schon vorbei. Also für mich, für andere nicht. Punkt. Ja gut, dann natürlich euch noch viel Glück in euren noch ausstehenden Rennen. Und ja, danke, dass wir euer Rennen zeigen durften. Es war wirklich sehr spannend. Und ja, von meiner Seite war es das dann eigentlich auch soweit. Danke an Nervendolch fürs Mitkommentieren, es war mir eine Freude. Kermit, danke dir fürs Tracken natürlich. An Rahlen, glaube ich, fürs Aufsetzen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Und jo, ich wünsche noch einen schönen Abend. Viel Spaß noch bei den restlichen Spielen. Und das war's von mir. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.